Es war einmal ein Mutterschwein und ihre drei Ferkel. Drei Brüder sind gleich groß. Runden, rosa, mit den gleichen lustigen Schwänzen. Den ganzen Sommer spielten die Schweine im grünen Gras, sonnten sich in der Sonne und sonnten sich in den Pfützen. Aber dann ist der Herbst gekommen. Eines Tages sagte meine Mutter, es sei Zeit für sie, über den Winter nachzudenken. Sie bat sie, ein großes Haus zu bauen. Der jüngere Bruder sagte, der Winter sei noch weit weg. Der mittlere Bruder sagte, dass er bei Bedarf sein eigenes Haus bauen würde. Und der ältere Bruder beschloss, das Haus selbst zu bauen. Die jüngeren und mittleren Brüder spielten nur ihre Spiele. Es wurde jeden Tag kälter und kälter. Der jüngere Bruder beschloss, ein Haus aus Stroh zu bauen. Der mittlere Bruder dachte, dass es im Winter im strohbedeckten Haus sehr kalt sein würde. Er beschloss, ein Haus aus Zweigen und Zweigen zu bauen. Am Abend war ihre Unterkunft fertig. Sie waren sehr stolz auf sich und konnten nicht genug von ihren Gebäuden bekommen. Jetzt waren sie frei und konnten tun, was sie wollten. Sie beschlossen, zu ihrem älteren Bruder zu gehen und zu sehen, was für ein Haus er für sich gebaut hatte. Der ältere Bruder war mit dem Bauen beschäftigt. Er trug Steine auf, knetete Ton und baute sich langsam ein zuverlässiges, langlebiges Zuhause. Die jüngeren Brüder fanden ihren älteren Bruder bei der Arbeit. Sie waren sehr überrascht, welche Art von Festung er baute. Der ältere Bruder arbeitete ruhig weiter. Die jüngeren und mittleren Brüder fingen an, über sein Haus zu scherzen und zu lachen. Sie waren so amüsiert, dass ihr Kreischen weit über den Rasen hallte. Der ältere Bruder bat um Ruhe, weil der Wolf sie hören konnte. Die jüngeren und mittleren Brüder waren noch mehr amüsiert. Sie entschieden, dass der ältere Bruder nur ein Feigling war. Und die beiden tapferen Brüder gingen spazieren. Unterwegs sangen und tanzten sie und als sie den Wald betraten, machten sie ein solches Geräusch, dass sie den Wolf weckten, der unter der Kiefer schlief. Der verärgerte und hungrige Wolf ging zu dem Ort, von dem das Kreischen zweier dummer Schweine kam. Die Brüder gingen fröhlich und sprachen darüber, wie leicht sie mit dem Wolf umgehen würden. Und plötzlich sahen sie einen echten lebenden Wolf. Er stand hinter einem großen Baum. Er hatte sehr böse Augen und einen riesigen zahnigen Mund. Die Brüder waren so verängstigt, dass ihre dünnen Schwänze fein zitterten. Der Wolf bereitete sich auf den Sprung vor. Er schnappte mit den Zähnen und blinzelte mit dem rechten Auge. Die Schweine kamen plötzlich zur Besinnung und eilten kreischend durch den Wald, um Weg zu laufen. Sie hoben Staubwolken auf und stürmten jeden zu seinem eigenen Haus. Der jüngere Bruder rannte zu seiner strohgedeckten Hütte und schlug die Tür vor dem Wolf zu. Der Wolf knurrte und verlangte, die Tür zu öffnen. Der jüngere Bruder konnte aus Angst kein Wort sagen. Dann begann der Wolf zu blasen. Das helle Dach flog sofort von der strohgedeckten Hütte. Der Wolf holte tief Luft und blies ein zweites Mal, und das Strohhaus flog in alle Richtungen. Der Wolf war entzückt, schnappte mit den Zähnen und stürzte sich auf seinen jüngeren Bruder. Aber das Schwein wich geschickt aus und rannte los. Er rannte zum Haus des mittleren Bruders. Die Brüder schafften es, sich einzusperren und sahen sich bestürzt an. Der Wolf wurde wütend und begann zu blasen. Das Haus ist leicht schief. Der Wolf blies eine Sekunde, dann eine dritte, dann ein viertes Mal. Aber das Haus stand noch. Der Wolf holte tief Luft und blies zum fünften Mal. Das Haus zitterte und fiel auseinander. Nur eine Tür stand einige Zeit mitten in den Ruinen. Entsetzt eilten die Ferkel zum Haus ihres älteren Bruders. Der Wolf rannte ihnen nach. Er war sich sicher, dass die Schweine diesmal nicht vor ihm davonlaufen würden. Die Ferkel stürmten schnell an dem großen Apfelbaum vorbei, ohne ihn zu treffen. Und der Wolf hatte keine Zeit, sich umzudrehen und auf den Apfelbaum zu schlagen, der ihn mit Äpfeln bedeckte. Ein harter Apfel traf ihn zwischen den Augen. Eine große Beule sprang auf die Stirn des Wolfes. Zu dieser Zeit gelang es den jüngeren und mittleren Brüdern, in das Haus des älteren Bruders zu rennen und die Tür zu verriegeln. Der Wolf rannte zur Tür, knurrte und verlangte, die Tür zu öffnen. Die jüngeren Brüder hatten große Angst und konnten nichts dafür sagen. Und der ältere Bruder wusste, dass er und seine Brüder in einem soliden Steinhaus nichts zu befürchten hatten. Dann saugte der Wolf mehr Luft ein und blies so schnell er konnte. Aber egal wie viel es blies, kein einziger Stein bewegte sich.
Dann sah er auf und bemerkte einen großen, breiten Schornstein auf dem Dach. Er kletterte vorsichtig auf das Dach und ging das Rohr hinunter. Die Schweine hörten ein Rascheln. Der ältere Bruder ahnte sofort, was los war. Er eilte schnell zu dem Kessel, in dem Wasser kochte, und riss den Deckel ab. Der Wolf ging die Pfeife hinunter und fiel direkt in den Kessel. Seine Augen weiteten sich zu seiner Stirn. Der verbrühte Wolf flog mit wildem Gebrüll heraus und eilte in den Wald. Und die drei kleinen Schweine kümmerten sich um ihn und waren froh, dass sie dem bösen Räuber so geschickt eine Lektion erteilt hatten. Von dieser Zeit an lebten die Brüder und ihre Mutter unter einem Dach zusammen. Es war einmal eine alte Ziege. Sie hatte 7 Kinder. Sie liebte sie so sehr, wie nur eine Mutter ihre Kinder lieben kann. Sie würde in den Wald gehen und Kräuter und Zweige zum Mittagessen bringen. Sie rief alle ihre Kinder an und warnte sie, Angst vor dem bösen Wolf zu haben. Er gibt oft vor, aber man erkennt ihn sofort an seiner unhöflichen Stimme und den schwarzen Pfoten. Die kleinen Kinder verstanden alles und versicherten ihrer Mutter, dass sie sehr vorsichtig sein würden. Die alte Ziege machte sich ruhig auf den Weg. Es ist wenig Zeit vergangen. Plötzlich klopfte jemand an die Tür und rief mit unhöflicher Stimme, dass die Kinder sie sofort öffnen sollten. Aber die Kinder von der rauen Stimme erkannten, dass es ein Wolf war. Sie antworteten, dass es nicht die Stimme der Mutter war, ihre Stimme war freundlich und dünn, und diese Stimme war sehr unhöflich, was bedeutet, dass es ein Wolf war. Dann ging der Wolf zum Kaufmann und kaufte sich ein großes Stück Kreide. Er aß es und seine Stimme wurde dünn. Er kam zurück, klopfte an die Tür und bat die Kinder mit dünner Stimme, sie zu öffnen. Der Wolf legt seine Pfote auf das Fenster und wartet. Und die Kinder sahen sie und antworteten, dass die Pfoten der Mutter nicht schwarz, sondern weiß seien, was bedeutet, dass es ein Wolf war. Dann rannte der Wolf zur Bäckerei und bat ihn, ihm etwas Teig zu geben. Der Wolf salbte seine Pfote mit dem Teig. Der Bösewicht näherte sich zum dritten Mal der Tür, legte seine weiße Pfote auf das Fenster und klopfte an. Sie sahen die Kinder, dass die Pfote weiß war, und dachten, dass es ihre Mutter war. Sie öffneten die Tür, aber vor ihnen war ein Wolf. Sie hatten Angst und begannen sich in alle Richtungen zu zerstreuen. Ein Kind sprang unter den Tisch, ein anderes auf das Bett, das dritte auf den Herd, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter das Waschbecken und das siebte versteckte sich in der Standtür. Aber der Wolf fand sie alle, öffnete die Kiefer und schluckte eins nach dem anderen. Nur eines fand er nicht, den Jüngsten, der sich in der Uhr versteckte. Nachdem er sich satt gegessen hatte, ging der Wolf. Er streckte sich auf einer grünen Wiese unter einem Baum aus und schlief ein. Bald kam eine alte Ziege aus dem Wald nach Hause. Oh, was hat sie dort gesehen? Die Tür stand weit offen.
Der Tisch, die Stühle und die Bänke waren umgekippt, das Waschbecken war kaputt, Kissen und Decken wurden vom Bett geworfen. Sie begann nach ihren Kindern zu suchen, konnte sie aber nirgendwo finden. Ich habe sie beim Namen genannt, aber niemand hat geantwortet. Sie ging zur Uhr und als Antwort ertönte eine dünne Stimme des jüngsten Kindes. Sie brachte ihn da raus und er sagte, dass ein Wolf kam und alle aß. Wie die Ziege um ihre armen Kinder weinte. Schließlich verließ sie das Haus und die jüngste Ziege rannte ihr nach. Sie kam auf die Wiese, sah, ein Wolf lag am Baum und schnarchte, so dass die Zweige zitterten. Sie sah ihn von allen Seiten an und sah, dass sich in seinem geschwollenen Bauch etwas bewegte und zappelte. Sie vermutete, dass dies ihre Kinder waren und war sehr glücklich, dass sie noch lebten. Sie sagte dem Kind, es solle so schnell wie möglich nach Hause rennen und eine Schere, eine Nadel und einen Faden mitbringen. Dann schnitt die Ziege dem Wolf mit einer Schere den Bauch ab und von dort streckte ein Kind den Kopf aus. Und dann sprangen andere heraus, alle sechs, und ihnen passierte nichts Schlimmes. Was für eine Freude es war. Sie begannen ihre Mutter zu umarmen, zu springen und zu tanzen. Dann sagte die alte Ziege, es wäre schön, dem Wolf eine Lektion zu erteilen, während er noch schlief. Sie zogen Steine und stopften sie in den Bauch des Wolfes. Eine alte Ziege nähte seinen Bauch, aber er bemerkte nichts, bewegte sich nicht einmal. Der Wolf schlief, stand auf und verspürte einen solchen Durst in seinem Bauch, dass er beschloss, Wasser aus dem Brunnen zu trinken. Er näherte sich kaum dem Brunnen, bückte sich zum Wasser und schwere Steine zogen ihn auf den Boden des Brunnens. Sieben Kinder sahen das und begannen vor Freude mit ihrer Mutter zu tanzen. So haben sie dem bösen Wolf eine Lektion erteilt.